Enner City Fan-Dialog nach dem Pokal-Achtelfinale, die Recken gegen Frisch auf Göppingen. Ich darf an meiner Seite begrüßen Jens Schöngardt von Frisch auf Göppingen und unseren Kapitän Torge Johansen. Schönen guten Abend, wir sind im Viertelfinale. Genau, das darf beklatscht werden. Jens, erste Frage an dich. Schön, dass du da bist. Nach dem kleinen Fortschritt gegen Coburg, so nenne ich es einfach mal, heute ein etwas größerer Rückschritt auch aus deiner Sicht. Woran hat's gelingen? Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch an Hannover Burgdorf zum mehr als verdienten Einzug ins Viertelfinale. Das war eigentlich unser Plan auch. Ist aber mehr als in die Hose gegangen, glaube ich. Ja, wir haben es wieder verschlafen nach der Halbzeit, wieder ein 0-5-Lauf, schon Spielstart war schlecht, 0-4. Das zieht sich seit Wochen durch, ist null zu erklären, keine Ahnung. Das ist einfach nur traurig, wenn man sieht, was wir eigentlich für ein Potenzial in unserer Mannschaft haben, was für einen unglaublich starken Kader wir haben, und wir gehen hier nach Hause mit minus 10. Das ist echt ein Skandal eigentlich. Ehrliche Worte. Danke, Jens. Torge, Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Viertelfinale. Erstes Spiel in Göppingen mit 11 gewonnen, heute mit 10 in Göppingen. Wie oft ist dir das schon in deinem Leben passiert? Ja, also jetzt zwei Spiele so deutlich. Ich glaube, das ist eher rar gesät, aber ich glaube, das sollte man auch nicht überbewerten. Göppingen ist sicherlich auch zurzeit in einer schwierigen Situation. Deswegen ist das oft auch so, dass man sich viel vornimmt, die Göppinger heute, und dann geht es mit einem 0-4 los und dann wird so ein Spiel immer zäher und schwieriger. Und von daher, wie gesagt, das wollen wir nicht überbewerten, aber wir sind sehr froh, dass wir jetzt im Viertelfinale sind. Ja, genau. Auffällig ist, dass seit dem Spiel eigentlich gegen Minden, dann in Kiel und heute auch, Abwehr plus Torhüter wieder wie hier in der Reckenfestung, wie eine Festung eigentlich steht, oder? Ja, das hat natürlich deutlich besser funktioniert. Wir haben sicherlich auch sichtbar einfach aggressiver und besser gedeckt, offensiver. Die Würfe werden dann einfach auch schwieriger. So bleiben für Martin und für Malte eben auch mehr Chancen, dann diese Bälle zu halten. Ja, das bringt natürlich auch einen Gegenstoß, die zweite Welle, schnelle Mitte und so weiter. Hilft uns, einfache Tore zu machen, und dann wird es auch einfacher, Spiele in der Bundesliga zu gewinnen. Jens, wir wollen gar nicht so mit dir noch über das Spiel heute sprechen. Gib mal einen Blick zurück. Du warst letztes Jahr mit Magdeburg nicht nur beim Final Four dabei, sondern ihr habt sogar den Pokal gewonnen. Wir waren noch nicht mal bisher in der Karriere der Recken beim Final Four. Wenn wir es schaffen, was würde uns erwarten? Hoffentlich zwei Spiele. Das wäre gut. Eins auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ich bin maßlos enttäuscht über uns. Das Einzige, was mir jetzt noch helfen würde, wäre vielleicht später sagen zu können, wir haben gegen den Pokalsieger verloren. So schafft man sich hier Freunde in Hannover. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das größte Event, was der deutsche Handball zu bieten hat, sicherlich klar, die auf internationaler Ebene noch die Champions League, aber dieses Final Four in Hamburg einmal erleben zu dürfen, ist wirklich, gibt es keine Worte für, sowohl für die Spieler als auch für die Familien und Angehörigen und Fans und den ganzen Verein. Das ist ein Riesending, eine riesen Handballparty, und ja, ihr seid noch einen Schritt davon entfernt. Wir greifen nächstes Jahr wieder an, und ja, dann wollen wir es hoffentlich besser machen. Genau. Eine Frage privat noch zu dir. Du bist ja gebürtiger Baden-Württemberger, warst jetzt mehrere Jahre in Lübeck, dann in Magdeburg, jetzt wieder in der quasi Heimat. Bist du auch schon heimisch geworden in Göppingen? Ja, sehr. Ich fühle mich dort sehr wohl, privat wie auch eigentlich sportlich. Würden wir ein paar Spiele mehr gewinnen, würde es mir auch so noch ein bisschen besser gehen. Das sind wir uns selber schuldig. Letztlich liegt das nicht an unserer Qualität. Wir müssen einfach mal endlich anfangen, die auf den Platz zu bringen. Mannschaftlich passt das eigentlich alles super.
weil das ist ja auch oft dann vielleicht ein Faktor, dass es vielleicht in der Mannschaft rumort, aber wir sind mannschaftlich homogen, aber wir kriegen es nicht auf die Platte und ja, wir sollten vielleicht schleunigst anfangen, besseren Handball zu spielen, weil das sind wir vielen, vielen süddeutschen Handballanhängern, die Göppingen ist sicherlich eine Handballhochburg auch schuldig und ja, die werden auch nicht geduldiger nach solchen Leistungen. Wir drücken die Daumen, dass das auf jeden Fall schnell klappt. Torge, was machst du am 2.11.? Also ich kann dir sagen, was ich mache. Was machst du? 2.11., so weit ging mein Kalender im Handy noch gar nicht. Ich kann dir sagen, da ist die Auslosung fürs Viertelfinale vor dem Länderspiel Deutschland-Portugal in Wetzlar. Du hast einen Wunsch frei, wer darf es denn werden? Das machen wir nicht. Aber festhalten können wir, dass wir uns heute zumindest die Position erarbeitet haben, dass wir auf dem Sofa sitzen können und, obwohl vielleicht trainieren wir auch, aber dass wir uns die Auslosung angucken und dann lassen wir uns überraschen, wer kommt. Ich hoffe erstmal, dass wir vielleicht ein Heimspiel bekommen. Das wäre natürlich grandios. Abschlussfrage, ihr spielt momentan mit einem sehr dünnen Kader, viele Leute sind auch verletzt, das heißt, gerade im Rückraum müssen viele Leute fast durchspielen. Jetzt kommt Sonntag, Bergischer HC schon wieder hierhin. Ja, wie anstrengend ist das momentan? Ja, also das konzentriert sich natürlich dann doch wieder auf ein, zwei, drei Spieler, gerade bei Maid und Böhmi, so, die müssen schon viel, viel ackern jetzt. Morgen haben wir erstmal frei. Und dann wird das Training auch so, denke ich, gesteuert, dass wir dann auf den Punkt fertig bereit sind, um dann nachzulegen gegen BRC. Das hoffen wir alle. Das war's von meiner Seite. Ich darf mich bedanken, Jens, für die offenen Worte. Wir sehen uns ja schon bald in Hannover wieder. Ich glaube am 27.12., aber dann in der TUI Arena. Und euch allen wünsche ich noch einen schönen Abend und dann am Sonntag 17.15 Uhr hier gegen Bergischen HC. Vielen Dank. Danke dir.